Es gibt hier ein Video von PC Games, und zwar Blizzards Niedergang, wie sich eine Firma in wenigen Jahren selbst zerlegt. Da bin ich gespannt. Der Spielerliebling Blizzard ist tief gefallen. Sein über die Jahre hinweg drohender Absturz scheint mit den zwei Klagen der letzten Wochen und den damit einhergehenden Erkenntnissen vollendet. Es gab zwar dramatische Umstrukturierungen und Heilsversprechen, doch der Ruf des Entwicklerstudios ist schwer angeschlagen. Spieler und Angestellte sind wütend und desillusioniert. Wir werfen einen Blick auf die Firmengeschichte und fassen für euch die wichtigsten Punkte zusammen. Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf die letzten 3 Jahre, denn hier häuften sich die Vorfälle, die Blizzards Reputation letzten Endes zerstörten. Im Jahr 2007 fusionieren Blizzard und Activision zu dem Konzern, der inzwischen als Activision Blizzard bekannt ist. Während dieser Zeit hat Blizzard mit Activision lediglich die Fusion gemein, denn die typischen Blizzard-Spiele werden immer noch in Eigenregie entwickelt und über den Medienkonzern Vivendi veröffentlicht. Im Jahr 2013 ist es schließlich soweit, Activision Blizzard kauft sich von Vivendi frei. Bobby Kotick investierte dabei übrigens auch eigenes Vermögen. Er beginnt damit, dass Bobby Kotick, der ist so rich von den ganzen Stormounts, ich schwör's euch, Unternehmen mit seinen eigens ausgesuchten Managern zu versehen. Im Jahr 2017 droht der erste Umbruch, als Blizzards Einnahmen sinken und Activision daraufhin dem Entwicklerstudio das Budget kürzt. Das war kurz vor Battle of Azeroth. Von mehr Spielen in kürzerer Zeit besteht. Battle for Azeroth. Das nach dem Battle for Azeroth und Diablo Immortal. Ja, das sind die Jahre, wo es wirklich runtergegangen ist. Als im Jahr 2018 Battle for Azeroth auf den Beta-Servern startete, machten die Spieler ihren Unmut in den Foren Blizzards Luft. Die Systeme der Erweiterung, allen voran die Azerith-Rüstung, waren zu verwirrend, zu unbefriedigend und nicht das, was man sich von dem Feature erhofft hatte. Anstatt jedoch ihrer Spielerschaft Rede und Antwort zu stehen, schlossen sich bei Blizzard die Türen und das Spielerfeedback wurde schlichtweg ignoriert. Im August 2018 startete die Erweiterung samt aller bisher kritisierten Features. Im September betrat Game Director Ion Hasikostas die Bühne und entschuldigte sich in aller Form bei der Spielerschaft. Die Kommunikation zwischen der Community und dem Development Team sollte sich verbessern und die angesprochenen Probleme beseitigt werden. Einen Monat später verließ Blizzard-Mitgründer Mike Morhaime das Studio und J. Allen Brack übernahm den Posten des Präsidenten. Yep. Im November des Jahres fand schließlich die berüchtigste BlizzCon der Geschichte statt. Nach dem schwachen Vorjahr und dem Battle for Azeroth-Desaster benötigte das Studio dringend einen Hit. Spieler wetteten darauf, dass im Hauptpanel der BlizzCon Diablo 4 vorgestellt werden würde. Und sie behielten immerhin zur Hälfte recht. Ausgerechnet das Mobile-Game Diablo Immortal stellt die Hauptattraktion der Veranstaltung dar. Sätze wie: Habt ihr keine Telefone? Und ist das ein Blizzard macht PC-Spiele. Auf der BlizzCon sind alles PC-Spieler. Und er wundert sich, warum sich PC-Spieler darüber aufregen, dass es nicht Diablo ein Mobile-Spiel wird. Wie dumm. Verspätete April-Scherz wurden zum Meme. Auch wenn Battle for Azeroth einen schwachen Start hinlegte und die Stimmung eher verhalten war, stellte Diablo Immortal in vielen Köpfen den Zeitpunkt dar, an dem der Ruf Blizzards zum ersten Mal dramatisch wankte. Der Titel sollte zudem für mobile Geräte erscheinen. Im Dezember fügte Blizzard seinem Sarg einen weiteren Nagel hinzu, als sie praktisch über Nacht die Profi-Szene von Heroes of the Storm absolvierten. Selbst Pro-Gamer, Teams und Manager erfuhren zum gleichen Zeitpunkt wie alle anderen Spieler, dass das Development-Team des Titels drastisch gekappt und die E-Sports-Szene nicht mehr unterstützt würde. Damit wurden Karrieren praktisch über Nacht beendet. Oh shit. Oh shit. Das Jahr 2019 begann für Blizzard mit einem langen Twitter-Post des Angestellten Julian Murillo Cuella, in dem er sich über Belästigungen und rassistische Äußerungen im Hearthstone E-Sports-Team beschwerte. Und da geht's los. Und wir haben also vor ein paar Wochen erfahren, dass das eine 2-Jahre-Investigation war. Hat genau 2019 gestartet, wo er den Tweet veröffentlicht hat. Blizzard ist einfach nur zu wild, ich sag so wie es ist. Der im Jahr 2016 geschehene Zwischenfall wurde von Julian zum HR-Team des Konzerns getragen, wo man ihm mitteilte, dass er kein Teamplayer sei und es schwierig sei, mit ihm zu arbeiten. Wenig später trat Bobby Kotick ans Rednerpult und teilte seinen Angestellten in einem Atemzug mit, dass Activision Blizzard im Jahr 2018 zwar Rekordgewinne einfuhr, trotzdem aber 800 Mitarbeiter in allen Bereichen entlassen würden.
Entwicklerteams wurden zwar nicht angetastet, doch die IT-, E-Sports- und Community-Bereiche von Blizzard besaßen mit einem Mal kaum noch Mitarbeiter. In der Jahresmitte nahm daraufhin ein weiteres Gründungsmitglied seinen Hut. Frank Pierce verließ die Firma nach fast 30 Jahren. Wow. Frank zeichnete sich durch seine Rolle als Executive Producer für Warcraft 3 und alle WoW-Erweiterungen bis einschließlich Mists of Pandaria aus. Als vor dem Hintergrund der Unruhen in Hongkong der Hearthstone-Pro-Spieler Chang En Wei für ein Jahr gesperrt wurde, begann der öffentliche Druck auf Blizzard zu wachsen. In Hearthstone gibt es nicht mal 50 Spieler auf der ganzen Welt, welche den Status Großmeister erreichen konnten. Der unter dem Nickname Blitzchang bekannte Spieler sprach sich während eines Interviews für die Unabhängigkeit Hongkongs aus, woraufhin selbst die taiwanesischen Kommentatoren gefeuert wurden, die während dieses Moments anwesend waren. Wichtig, Blitzchang brach explizit eine der Regeln des Turniers. Das Timing und der politische Hintergrund waren jedoch so unglücklich, dass der Schluss nahe lag, dass Blizzard seine fernöstlichen Interessen schützen wollte. China nimmt nämlich einen großen Teil des Gaming-Marktes ein. Das Ergebnis waren Proteste vor der BlizzCon, die Einschaltung von Menschenrechtsorganisationen und sogar ein parteiübergreifender Brief der amerikanischen Regierung, die Sperre Blitzchangs rückgängig zu machen. Oh shit. Oh shit. Die Features von Warcraft 3 Reforged klangen zunächst hervorragend. Neu eingesprochene Dialoge, HD-Grafik samt neuer Modelle und ein verbessertes Interface. Der Trailer auf der BlizzCon 2018 machte Lust auf mehr. Warcraft 3 Reforged ist so schlecht, also wirklich so schlecht. Was allerdings im Jahr 2020 auf den Markt kam, hatte damit nicht mehr viel gemein. Die neuen Sprecher wurden gestrichen und die Umgebungsgrafik konnte mit den Trailern nicht mithalten. Am härtesten traf es jedoch Langzeitfans, die mit einem Mal keine Clans mehr nutzen oder offline aber halt spielen durften. Diese Neuerungen, keine Ahnung, wurden im Jahr 2012 so passen, aber jetzt ist 2021, da erwartet man sich mehr. Features, die im alten Warcraft 3 noch enthalten waren. In der Endnutzervereinbarung sicherte sich Blizzard außerdem die Rechte an allen Mods für Warcraft 3 Reforged. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, nahm Reforged in den Spielebibliotheken automatisch den Platz des Originals ein. Wer das alte Warcraft 3 spielen wollte, musste also wohl oder übel eine Original-CD kaufen. Die Situation wurde so dramatisch, dass der damalige Präsident J. Allen Bragg sich sogar förmlich bei der Spielerschaft entschuldigte. In einem Bloomberg-Bericht aus dem Jahr 2021 bestätigten sich schließlich die Sorgen der Spieler. Der katastrophale Zustand von Reforged entstand durch die Handlungen Activisions, die innerhalb des Projekts nicht nur Misswirtschaft betrieben, sondern auch das Budget des Titels drastisch kürzten. Das geschah auch nicht zum ersten Mal. Mitte des Jahres meldete sich ein Hearthstone-Spieler zu Wort, dessen Frau im Rahmen der Entlassung von 800 Blizzard-Angestellten im Vorjahr auf Jobsuche war. Als herauskam, dass seine Frau auf Twitter das Unternehmen kritisierte, wurde er nicht mehr zu Hearthstone-Turnieren eingeladen. Nach einigen gegenseitigen Anschuldigungen... Digga, wie kann man so als Company verscheißen? Also wirklich. ...wurde der Spieler aber von der schwarzen Liste entfernt und darf jetzt wieder an den offiziellen Turnieren teilnehmen. Besonders bitter, zur gleichen Zeit schrieb Blizzard 2000 neue Jobs aus. Die Entlassungen aus dem Vorjahr schienen nun besonders willkürlich und ungerechtfertigt. Gegen Ende des Jahres begannen Blizzard-Mitarbeiter in anonymen Gruppen ihr Gehalt zu vergleichen und stellen dabei enorme Unterschiede fest. Ebenfalls im Jahr 2020 verließ Creative Director Alex Afrasiabi plötzlich das Unternehmen. Spieler bemerkten seinen Arbeitswechsel erst, als sie sein LinkedIn-Profil besuchten und da die Veränderung wahrnahmen. Das Jahr begann nicht gut. Das ist jetzt genau das, worum es jetzt geht und warum World of Warcraft über die Hälfte seiner Spielerschaft auch verloren hat. Einfach nur traurig. Gut für Blizzard. Mit Frances Townsend heuerte das Unternehmen eine berüchtigte Bush-Ära-Politikerin an, die zu ihrer Zeit de facto als das Gesicht im Kampf gegen den Terror fungierte und Handlungen wie Waterboarding und Schlafentzug als unbedingt nötig verteidigte. In ihrer Rolle als Chief Compliance Officer soll sie jetzt bei dem Konzern dafür sorgen, dass die Spiele Blizzards die Regularien verschiedener Länder einhalten. Townsend machte zuletzt von sich reden, als sie im Zuge der Anklagen Artikel veröffentlichte, die Whistleblower als Gefahr... Blizzard nach Whistleblower-Tweet... Townsend
löscht ihren Twitter-Account, für ein Unternehmen bezeichneten. Im April des Jahres 2021 nahm Jeff Kaplan seinen Hut, der für fast 20 Jahre bei Blizzard arbeitete und vor allem für seinen Einsatz im Bereich des Overwatch-Franchise berühmt wurde. Fast alle alten Gesichter wurden inzwischen durch neue Manager ersetzt. Außer Alan Adam. Im Juli dieses Jahres war es schließlich soweit. Das California Department of Fair Employment and Housing gab bekannt, dass es im Zuge einer 2 Jahre andauernden Ermittlung Klage gegen Activision Blizzard erhebt. Die Anschuldigungen: sexuelle Belästigung und Diskriminierung. Die Klage enthält anonyme Berichte, denen zufolge Mitarbeiter sich bei Blizzard ständigen sexuellen Belästigungen, körperlichen Zudringlichkeiten und unfairen Beförderungspraktiken ausgeliefert sehen. Der ehemalige Creative Director Alex Afrasiabi und Präsident J. Allen Brack werden in dem Dokument explizit genannt. Brack, weil er die Belästigungskultur geduldet und ihr keinen Einhalt geboten hatte, und Afrasiabi, weil er mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll. Cosby Suite. Im Zuge der Ermittlungen kommt auch ans Licht, dass der Weggang Afrasiabis aus dem Jahr 2020 wegen seines Verhaltens gegenüber Mitarbeitern erfolgte. Die aggressive Antwort des Konzerns, der die Anschuldigungen als widerlich und haltlos bezeichnete, schockierte viele Mitarbeiter, die daraufhin zu Streiks und Protestaktionen aufriefen. In einem offenen Brief an die Führungsriege wurden mehr als 2500 Unterschriften gesammelt. Bobby Kotick versprach daraufhin, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden würden. Die Aktienkurse Blizzards begannen seit der Einreichung der Klage zu sinken. Das wiederum führte dazu, dass Investoren eine Sammelklage einreichten, in der sie darauf hinwiesen, dass sie nicht in das Unternehmen investiert hätten, wenn sie von seinen internen Problemen gewusst hätten. Wie sich die Zukunft des Konzerns gestaltet, ist ungewiss. Eines ist aber klar: Das Blizzard von vor 2007 existiert nicht mehr und das Unternehmen hat inzwischen seinen gesamten Vorrat an Vertrauen aufgebraucht. Ich finde es einfach eigentlich nur traurig, oder? Ich habe auch mein WoW-Abo gecancelt, seitdem ich erfahren habe, dass an World of Warcraft gar nicht gearbeitet wird. Ich hätte noch gedacht, ja okay, die ganzen Vorwürfe, schön und gut, aber mir geht es ja um Spiel auch irgendwie und ich mag World of Warcraft. Und dann habe ich erfahren, jo, an World of Warcraft wird gar nicht gearbeitet. Ich so, okay, fickt euch selber. Einfach nur funny.